da ist mal wieder ein weiterer Schnitt fällig. Muss ich mal wieder schnell eine Notiz machen. So, und ich habe mir überlegt, wir, auch wenn Reset da natürlich steht, gehen wir nicht dahin. Stattdessen besuchen wir Reset. Nein. Stattdessen will ich nochmal kurz zurückgehen. Und einmal schnell bei unseren Automaten hier vorbeischauen. Ah, okay. Alles klar. Dann auf zum Fluss, denn es ist ja heute Sonntag. Und das heißt, wir schauen mal, ob unsere alte Freundin nicht zufällig hier ist. Auch wenn sie uns einfach eigentlich nicht mehr wiedersehen wollte. Aber sie ist trotzdem noch da und... Jutscham. Ah. Gut, ich sagte, ich wollte dich nicht mehr sehen und doch ein Teil von mir gehofft, dass du trotzdem herkommen würdest. Ja, dieser Teil hat den Wunsch erfüllt. Ach, und jetzt will sie auf einmal wieder reden. Yes. Sie ist sogar glücklich und lächelt. Meine Menschenskinder. Na, was ist denn los? Ich habe zur Hälfte gehofft, dass du kommen wirst. Und, oder ich habe es zur Hälfte erwartet und die andere Hälfte dachte mir, dass du aufgegeben hättest. Ich doch nie tun. sich nicht festzulegen, herumzuwirren, nicht das, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, kann ein Mann so etwas verstehen? Ja, nennt man auch unabhängig sein. Ne? Kann ich durchaus verstehen. Mhm. Ich verstehe. Scheint diese Art Gefühl ist nicht geschlechtsspezifisch. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Ah ja. Dass du mal früher so warst. Oder? Bevor wir verheiratet waren, erinnerst du dich daran, dass mein Ehemann und ich uns nur einmal im Jahr sehen konnten? Wir haben Briefe ausgetauscht, die ganze Zeit. Ich wartete jeden Tag bei dem beim Briefkasten und habe mich gefragt, wann der nächste Brief wo ankommen würde. Ja, super Beziehung, also hätte ich nicht gemacht. In den Tagen erfüllte es mich mit Freude, aber es sofort zu lesen fühlte sich irgendwie verschwenderisch an. Aber ich wollte, dass er mir eine Antwort schreibt. So sehr, dass ich ungeduldig wurde und es genau und es immer und wieder genau gelesen habe. Worum ging's denn da? Weißt du, ich habe es nach all dieser Zeit vergessen. Ja, natürlich. Welche tolle Ausrede. Und da lächelt sie auch noch. Was das bestätigt. Naja. Wenn du irgendjemanden findest, den du liebst, versuch einen Brief für diese Person zu schreiben. Nur eine Zeile kann jemanden überzeugen, noch mehr dieser Gefühle darzulegen als 100 Ansprachen. Sie lächelt nostalgisch. Aha. Das magische Lächeln bringt uns ein Level Up dabei, obwohl sie uns nicht mehr wiedersehen wollte. Hat Level 6 erreicht. Aber weißt du was? Ich habe die Briefe verloren, die er mir gesendet hat. Ich dachte, ich hätte sie in einem Safe oder in einem sicheren Platz aufbewahrt. Aber ich schätze, ich brauche sie gar nicht mehr. Ja, und dieser traurige Blick zeigt, dass sie die Briefe doch wohl braucht. So, und das gibt einen kleinen Knick jetzt in diesem Social Link, denn wie man vielleicht denken kann, in den nächsten Treffen mit ihr müssen wir diese Briefe wiederfinden. Obwohl wir gar keine Ahnung haben, wo die sein können. Aber naja, mal schauen. Wunder gibt's ja immer wieder und wir speichern natürlich erstmal ab und dann mal was mit Dojima unternehmen, oder? Hey! Ja. Wir sind mal wieder gelangweilt und das heißt, er muss herhalten. Unser Onkel. Wir sind auf Level 7, okay.
geht langsam in die kritische Phase, ne? Platz und unterhalten uns mal wieder eine Runde mit ihm. Was macht er denn heute? Er starrt irgendetwas sehr sorgsam an. Sieht aus wie Daten über Fahrzeuge. Ah ja. Sorry to bother you. Tut mir leid, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Kaffee an. Können wir ja mal so nett sein. Ja, das ist doch mein Job, aber mach dir keine Sorgen. Oh ja, ich habe darüber nachgedacht, als ich mit Anako geredet habe gerade, aber... ich fühle mich so, als hätte sie sich ein klein wenig verändert in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Sie ist stärker. Ich fühle, als werde ich zurückgelassen. Ich fühle mich, als werde ich zurückgelassen. Ja, du sorgst dafür ja auch selber. Seitdem du hergekommen bist, ist dieses Haus so, ja, heimisch geworden. Ja, wie ein kompletter quasi, wie eine komplettere Familie. Ein Haus ist nicht einfach nur eine große Schachtel. Es ist der Ort für eine Familie, die dort zusammenlebt. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Lachen, weinen, streiten, die meiste Zeit des Lebens miteinander verbringen. Ein warmer Ort. Oder ein geborgener. Ich habe vergessen, wie das eigentlich ist. Ich wollte das zurückhaben mehr als alles andere und doch, ich fühlte ich mich, als würde ich dem Ganzen nur aus dem Wege gehen. Ja, durch deinen Job. Muss man ja mal so knallhart sagen. Verstehst du warum? weil du ein Feigling bist? Würde ich ihm mal glatt so an den Kopf ballern. Mach ich auch mal. Du Punk, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist es genau. Er lächelt friedlich. Wir wohnen hier im selben Ort, aber wir sind nicht miteinander verbunden. Du hast uns beide wieder zusammengebracht. Schön, dass er das auch zu schätzen weiß. Der Rest ist mein Problem. Wo soll ich dann nur die Linie, eine klare Linie ziehen? So, wir spüren seinen stillen Einsatz. Wir erreichen Level 8. Ja. Ach, scheiß doch drauf. Ich gehe heute Abend trinken. Oh yeah. Dienstlich natürlich, ne? Ju, du trinkst mit mir. Alkoholfrei natürlich. Mann, was ist denn das für ein Shit? Alkoholfrei. Du wirst noch vor mir bewusstlos werden und... Und dann bist du verhaftet, okay? Also schön. Ja, Säufer, saufen wir. Ne? So, wir haben mit Dojima getrunken, bis er ohnmächtig wurde und dann sind wir einfach in unser Zimmer gegangen. Ist doch auch mal toll. Der Alte verträgt halt nichts, hat er ja schon unter Beweis gestellt in der früheren Cutscene. Ja. So, wir warten immer noch auf Naoto, dass er sich erholt. So, und heute regnet's, das heißt, unsere Social-Link-Möglichkeiten sind ein wenig beschränkt. Vielleicht können wir mit etwas Glück, haben wir heute
mit Ayane ein Social Link verfügbar. Auf Level 8 sind wir da. Naja, erstmal schauen. Ansonsten eigentlich fast nur noch übrig, in das Restaurant zu gehen. Aber hey, Ayane ist heute da. Das ist schon mal gut. Dann würde ich mal spontan sagen, nutzen wir das eigentlich mal, ne? Statistiken fehlen uns ja nicht mehr so viele, um die aufzufüllen. Ich schaue nochmal. Level 6, okay. Der wird heute nicht. Der ist eigentlich lieber bei Regentagen da. Mal kurz schauen, ob wir einen. Ja, wir haben eine Sonne. Das ist schon gut. Aber ich möchte trotzdem nochmal schnell im Velvet Room was nachsehen. Das heißt, wir werden mal wieder einen kleinen Cut hier platzieren gleich. Wird wahrscheinlich länger dauern. Muss nochmal kurz was wegen einer Persona nachgucken. Und da was zusammenschustern. So. Das auch erledigt. Mann, jetzt ziemlich viele Cuts, die ich hier jetzt setzen möchte. Aber es dauert sonst einfach zu lange. Ich brauche einfach immer länger da in dem Velvet Room. Ja, wegen Margaret. Marie ist ja leider noch nicht da. Aber okay, gut. Mach mal da weiter, wo ich eigentlich hin wollte. So. Band Practice. So, scheint heute, also wenn wir kein Level abkriegen, glaube ich. Ausdrucksvermögen erhöht sich. Ne, kriegen kein Level ab, schade. Naja gut, dann eben nicht. Dann das nächste Mal. So. Welcome home, Big Bro. Könnten wir heute nochmal wieder Dojima auf die Nüsse gehen? Weiß ich aber nicht so recht. Oh, wir könnten heute auch was zu essen machen. Und da fällt mir gerade ein, das wäre eigentlich gar nicht mal eine schlechte Idee. Denn dann, ich wüsste auch schon, wen wir da zum Essen einladen. Nämlich Kanji. Bei dem wollte ich ein bisschen noch was machen in naher Zukunft. So, wir können heute Sesamspinat zubereiten. Und das tun wir dann auch. Spinat passt doch zu Kanji, ne? So, wir kochen den Spinat. Was machen wir nun mit dem heißen Spinat? Nochmal mit Sesam kochen, abkühlen lassen oder strangulieren. Nein, aber ich mach das mal. Das war, glaube ich, das Richtige. So, wir ummanteln den Sesamsamen und haben leicht... Ja, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Hier wird einem leider nicht gesagt, ob das immer das perfekte Gericht ist. Das passiert dann... Das ist bei Persona 4 Golden aber so. Mal schauen. Mal schauen, wie Kanji darauf reagiert. So. Der ist ja nicht nur so ein Fleischfresser, ne? Ich glaube, Chie hätte hier das Kotzen gekriegt. So. Leichter Sesamspinat. This stuff's awesome! Ja, scheint ihm zu gefallen. Meine eigene Mom kann nicht mal so gut kochen. Willst du was ausmachen, unser Schulmittagessen zu bereiten? Ja, yeah, klar, noch ein Nebenjob. Das immer direkt vor der Schule. Ist doch super. So. 27.09. ist immer ein Tag für mich, in Alarmbereitschaft zu gehen, denn
Das ist immer der Tag, vor dem ich geboren wurde. Ja. Mit dem nächsten Tag erreichen wir meinen Geburtstag in diesem Spiel. Mal sehen, ob da was Besonderes passiert. Ich glaube es zwar fast nicht, aber okay. So, was machen wir denn heute mal? Schauen wir mal, was wir hier haben. Pico. Wie wär's denn mit Sakis Bruder nochmal? Jetzt so spontan nochmal gesagt. Ja, denke ich wohl mal, ist eine ganz gute Zeitinvestition. Das noch ein bisschen voranbringen. Ist auch ein guter Social Link. Wie ich finde, mit einer sehr bewegenden Geschichte halt. Aufgrund der Ereignisse, die passiert sind, als wir hier nach Inaba gekommen sind im April. Ja. So, oh, wir können neue Drinks kaufen. Das machen wir nochmal eben schnell. Ja. Und ansonsten würde ich fast sagen, dass jetzt auf die Uhr schaue, wir sind jetzt, gehen langsam auf die 2-Stunden-Marke zu. Jetzt glaube ich Stunde 40 Minuten oder so. Ne, wir sind sogar schon bei, ja, wir sind fast bei 2 Stunden. Bisschen wird da noch rausgeschnitten, bin ich mal gespannt, wie viel Zeit dann da noch fehlt. Jetzt bei 1 Stunde und 55 Minuten. So. Dann würde ich sagen, nach diesem Social Link legen wir einen kleinen Break ein. Nimm das mal so schon vorweg. Noch eben hier schnell die Getränkedosen mitnehmen. Vielleicht gewinnen wir ja heute mal wieder was. Wäre doch mal Geschlechtsorgan anregend, wie das eloquente Leute immer gerne ausdrücken. Yeah! Wird doch mal Zeit. 5 Dosen, umsonst. Wenn diese Firma bloß wüsste, die den Orange, Tap Soda und Dr. Dings da hier herstellt, Dr. Sol Neo, dass wir wahrscheinlich die einzige Absatzquelle in ganz Japan für diese Firma sind. Sage ich jetzt mal einfach so. Ist bestimmt auch so. Naja. Oh, so. Hi. Verbringen wir mal den Nachmittag mit ihm. Und gehen wir heute mal wieder was fressen? Natürlich. Oh Mann. Oh, tut mir leid wegen letztes Mal. Habe ich, ich habe die ganze Zeit mit irgendwelchen Blödsinn geredet. Ich wollte mich dafür entschuldigen. Mach mir nichts aus. Du bist so seltsam. Du distanzierst dich nicht von mir wie jeder andere, oder? Kleine Sekunde, Telefon klingelt gerade. So, da sind wir wieder. Telefonat erledigt und, was sagt er noch hier? Oder du gibst vor, als würdest du alles wissen. Korinthenkacker quasi. Ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart. Ah, das hört man auch gerne. Er sieht glücklich aus. Weißt du, ich mag Cremetörtchen. Ich weiß, das ist irgendwie mädchenhaft. Oh, lecker. Naja, ich mag die nicht so gerne, da sind mir zu heftige Zuckerbomben, ehrlich gesagt. Da gibt es einen guten Cremetortenladen bei unserem Haus in der Nähe. So, also hin und wieder mal kaufe ich die dort und bringe sie damit nach Hause. Ich stelle sie in den Kühlschrank. Und meine Schwester isst sie dann, aß sie dann. Oder würde sie dann essen. Ja. Man hatte dann immer eine lahme Ausrede, zum Beispiel, ich habe sie für dich
gegessen, damit sie nicht ablaufen. Ah ja. Also haben wir uns immer über die Cremetorten gestritten. Aber jetzt verschwinden die Cremetorten nicht mehr. Ich kaufe welche und sie laufen dann aus im Kühlschrank. Da laufen immer das Verfallsdatum. I thought, maybe sis isn't here anymore, you know? Yeah. So I threw them away. Ich hab dir schon mal gesagt, wenn du mich fragen würdest, ob ich den Killer hasse, ist meine Antwort nein. Die Wahrheit ist, es ist nicht mal nein. Ich weiß überhaupt nichts. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Ich habe ein bedeutungsloses tägliches Leben. Einen bedeutungslosen Tagesablauf. Nur verwirrte Eltern und ein dunkles Haus. Nur verrottete Cremetorten. Wie komme ich nur aus all dem heraus? Was wäre das Beste für mich, für meine Schwester? Ich weiß es einfach nicht. Mit Zeit? Oh, nee. Du musst was dran drehen. Du musst dich wieder in den Griff kriegen. Das würde deine Schwester bestimmt auch wollen. Ich weiß nur, dass ich nur auf der Stelle hinke, aber ich weiß, es ist nicht gut. Ich weiß, dass ich vorangehen muss. Ich weiß all das. Leise hören wir uns seine Worte an und wir sind in der Lage, ihn ein wenig zu unterstützen. Wenn man es bedenkt, manchmal ist meine Schwester, würde sie Cremetorten nach Hause bringen von ihrer Arbeit bei HMS. Ja, und sie dann essen. Wir würden sie dann essen und uns beschweren, dass die von HMS ziemlich schlecht schmecken. Oder die Marke von denen. Meine Schwester schaute aus, als hätte sie eine schwere Zeit bei der Arbeit bei Junes. Aber sie sagte, sie würde es letztendlich im Sinne unseres Ladens dort arbeiten. Sie würde herumspielen, aber manchmal benahm sie sich auch wie die älteste der Geschwister. Gesunde Mischung. Das hat mich immer irgendwie irritiert. Willst du nächstes Mal nach Junes mit mir gehen? Ich würde mir es gerne mal ansehen. Ach ey. Das könnte ja was werden. Scheint so, als hätte er jetzt endlich Absichten gefunden, in seiner Vergangenheit mal abzuschließen. Oder weiterzugehen. Welcome home. Wir werden das weiterverfolgen. So, bevor das aber passiert, werde ich jetzt erstmal abspeichern und dann, wie ich das schon angekündigt hatte, einen kleinen Break einlegen. Wir sind jetzt bei gut 2 Stunden Aufnahmezeit und das reicht, denke ich, erstmal wieder für eine Session. Ja, wir warten weiterhin auf Naoto. Mein Geburtstag steht an, in diesem Spiel zumindest. noch nicht im wahren Leben. Wie auch sei, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Kommentare und so weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bisher und seid beim nächsten wieder mal wieder mit dabei. Es bleibt spannend. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.